Minecraft, hallo Buddy, wie geht's dir? Ein Leatherwalker. So, wir haben letzte Folge dieses schöne Villager-Dorf gefunden. Ich hoffe mal, wir haben irgendwo das, was ich brauche. Ich bin auf der Suche nach Tinkers Constructing Star Teilen. Da ist eine Kiste. Hallo du. Eine leere Kiste. Toll. Was will ich mit einer leeren Kiste? Ja, da ist eine Schmiede. Oh, leer. Emerald Leggings. Sack of Storage. Das ist ja. Oh, nein, nein. Das ist die Erlösung für unser Problem. warte mal. Fleisch. Fleisch. Eine Leggings haben wir noch gar nicht. Rubber Tree Sapling. Nehmen wir. Wir nehmen Swapping Wand. Wir nehmen alles mit und ziehen uns alles an. Fleisch da rein und dann wollte eigentlich gucken, wie ich da irgendwas braten kann. Hättet ihr vielleicht ein bisschen Holz für mich? Finde ich sehr nett von euch. So, nee, andersrum. So und so. So, während es brät, warte mal, ich mach mal hier. Warte mal, gerade auf eine Kohle und hau die gleich da rein. So. Und währenddessen können wir uns noch weiter umschauen. Wir brauchen eine Schmelterie. Gibt es hier überhaupt eine Schmelterie? Aber zumindest ein Haus von einem so einem Schmelter-Typen. Ah! Verdammt, fast hätten wir es gepackt. Also dieses Dorf hier habe ich ja im letzten Moment gefunden, muss ich echt sagen. Ich glaube, das hier ist so eins. Nee, falsch geglaubt. Was haben wir hier noch? Feines. Nix. Nix. Haben wir noch ein paar Karotten. Die nehmen wir auch mit. Die könnten wir auch mitnehmen. Daraus könnten wir uns ja noch ein paar Brote machen. Aber wir haben ja jetzt so viel Platz im Inventar. Durch dieses Tool, durch diesen Rucksack. Dann können wir einfach wahllos Zeug einsammeln. Oh Leute, ich sag's euch. Wenn wir zurück sind in unserem Haus oder an unserem Spot, dann baue ich da die größte Farm der Welt. Na, vielleicht nicht ganz, aber fast. Hättet ihr mir bitte noch so ein Smelterie-Teil? Na, ist wieder so ein leeres Haus. So ein leeres Haus will ich nicht haben. Das bringt mir nichts. Das war der, der alleine gelebt hat. Und da ist wieder Bienennest. So, warte mal. Eine Kohle. Machen wir da rein und dann braten wir uns noch ein paar Kartoffeln. Und da haben wir auch noch Zeug rein. Ach, der Sack, der ist wirklich cool. Achso, ich habe den gerade offen, dann kann ich den natürlich nicht hin und her schieben. Oh, gut.
Potatoes. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich nicht so ein Haus finde. Da ist auch nichts drin. Oh, die ganze Reise umsonst, oder wie? Oder war es so? Wo? Aua! Waren das die hier? Dann hau ich euch weg. Ich hau euch weg. Ich hau euch weg. Puh. Was war denn da hinten noch in der Kiste drin? Eine Enderbombe. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Oh! Ah, okay. So funktioniert das also. Gleich mal ausprobieren. Hallo? Wofür gibt es das Zeug denn? So, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir könnten uns mal hochbauen und mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Halli, hallo. Anybody out there? Nee, ich sehe hier auch keine Smeltery. Ich sehe nur da oben das Blumenbeet. Könnten wir uns nochmal angucken. Nee, hat es auch keine Smeltery. Das ist ein bisschen doof. So. Dann gucken wir da nochmal rein. Hauen mal das Zeug weg. Da haben wir ein bisschen was zu essen. Und so. Das ist schade, aber wir machen uns jetzt auf den Rückweg zu unserem. Warte mal, da waren noch ein paar Schafe. Wir wollen nicht wieder sterben. Fast. Deshalb bereiten wir uns darauf vor, dass wir in der Nacht irgendwo sein werden. Ein Crafting Table. Aber wir brauchen noch ein Holz. Ja, ich weiß. Drei. Den nehmen wir auch mit. Aua! So, gut, dann können wir uns auf den Rückweg machen. Ein bisschen Porkchop essen. Oder? Porkchop. Oh Gott, sind hier viele Bienen. So, ab nach Hause, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ja noch ein Dorf. Das wäre ideal. Das wäre von Vorteil. Eigentlich wollten wir ja noch die Höhle in der Wüste anschauen, aber dazu hat man irgendwie keine Zeit mehr. Nachdem dann uns plötzlich die Nacht überrascht hat. Was haben wir hier? Eine Schlucht. Mit einem Haufen Hühnern. Oh ne, jetzt müssen wir wieder durch den dunklen Wald. Da habe ich doch Angst, habe ich gesagt. Oh, und da brennt's. Es brennt. Dann gucken wir mal, dass wir schnell Land gewinnen. Nein, nicht lecken. Hallo. Es lägt, weil das Feuer sich ausbreitet wahrscheinlich. Na, hier geht's nicht lang. Ein Haufen müsste. Oh, ein Dorf. Gibt's hier eine Schmelterie? Bitte, bitte, bitte. Da geht's nicht rein. Was hast du hier wieder so eine Apotheke oder sowas?
Lass mich mal rein da. Hast du da was in der Kiste? Warum sind die Kisten bei euch alle leer? Ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Also aufpassen, dass ich den Hampelmann da nicht schlag. So, ich komme mal zu dir. So. Ja, würdest du dann auch schlafen, wenn ein neuer Spawnpoint gesetzt wird? Sehr schön. Muchas gracias, Senor. Ich liebe sie. Dann haben wir hier rote Beete. Vermutlich. Oh, eine Kirche haben wir auch. Ich glaube, dann ist die Chance auf ein Smeltering gegeben. Ich weiß, Leute. Ich sammle gerade so viel Zeug ein und habe schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Aber man muss vorsorgen für die schlechten Zeiten. Nee, das brauchen wir doch gar nicht. Vor allem die hier wieder. Canalo. Kaffee. Flachs brauchen wir auch nicht. Rice ist okay. Rice. Getreide. Manchmal war hier auch was drin, glaube ich. Gell? Aber ich glaube, das haben sie geändert. Da ist nichts mehr. Aber wir könnten mal gucken, ob es eine Smeltery gibt. Gibt's nicht. Es gibt keine Smeltery. Sieht zumindest so aus. Aua. So tief wollte ich nicht fallen. Bücherei. Bücherei. Da nehmen wir doch mal was mit. Ja, ich weiß, ich glaube, ich die Bücher. Aber ihr habt doch Bildung. Ihr braucht es nicht. Ich brauche das. Ich brauche Bildung. Ah, noch eine. Geil. 42 Bücher. Machen wir uns gleich nochmal eine Axt. So. Sehr schön. Sehr schön, das freut mich. Ne, da war nichts. Aber ein Ding habe ich nicht gesehen. Mann, ich mache die ganze Reise nur für eine Smeltery. Gib mir doch einfach eine. Oder war, na, eigentlich war das ja in einem Haus. Aber das Haus war groß und hatte Zäune normal oben drauf. Wenn ich mich recht erinnere. So wie das da, aber das ist zu klein. Oh, schade. Wirklich schade. Also wenn ich keins finde, war die ganze Reise umsonst. Dann haben wir zwei Folgen umsonst vergeudet. Nein, haben wir nicht. Wir haben einen Haufen Essen. Also ganz so schlimm ist doch nicht. Oder sind wir schon wieder an der Wüste? 10 Millionen Schafe. Ich will noch ein bisschen in die Richtung, dass ich jetzt nicht wieder in der Wüste zurücklaufe, wo ich hergekommen bin. Wir könnten zwar jetzt eigentlich noch die Höhle besuchen.
Aber so heiß drauf bin ich da gar nicht. Da ist schon wieder Lava. Oh, aufpassen. Autsch. Autsch. Autsch, 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 autsch. Alles okay, ist okay. Nichts passiert. So, wir sind wieder bei der Wüste. Wo wir eigentlich nicht hin wollten. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Richtung. Was Neues auskundschaften. Vielleicht finden wir dann doch noch ein Dorf. Also wir haben schon zwei gefunden jetzt. Vielleicht finden wir ja noch eins, was mir auch was bringt. Ja, nicht nur eins, was gut aussieht. Boah, das war knapp. Das war ja knapp. So. Ich weiß gar nicht, weshalb ich die Nahrung eigentlich noch aufsammeln. Ich habe schon so viel davon. Laufen wir gerade eigentlich wieder an unseren Ursprungsort zurück? Könnte ich mir vorstellen. Achso, ich muss schon wieder was essen. Warum ist da rot? Auf der Minimap. Da ist ein Pilz. Aua. Was war das jetzt? Und da ist wirklich nochmal ein Dorf. Jawohl. Hurra, hurra. Wenn da jetzt wenigstens eine Schmiede ist. Dann wäre ich ein bisschen glücklich. Crafter. Was mache ich damit? Irgendwelchen Schrott brauche ich nicht mitnehmen. Ich weiß schon, was ihr sagt. Können Sie doch gebrauchen. Ja, wahrscheinlich. Und dann? Dann habe ich Pech gehabt. Oh. Was für einer gewesen? Hallo? Wie bist denn du für einer? Shady? Was auch immer. Das ist nix. Das ist auch nix. Ein paar Esel gibt's. Eine Schmiede. Redstone Alloy. Muss mal wieder Platz machen. Oh Mann. Ich wette, der Sack ist nachher voll. Voll mit irgendwelchem Zeug, was ich nicht brauche. So, gut, Kiste geräumt. Mann. Oh Gott. Ich wäre fast reingesprungen. Voller Elan und mit Freude. Was ist denn das für ein Haus? Ach, das ist wieder das ohne mit leeren Kisten. Ja, ist okay. Okay, auch nichts. Es finde ich doof, dass ihr mir keine Schmelze anbietet. Haben wir schon drei Dörfer gefunden und alle ohne Schmelze. Aber ich muss sagen, dieses Dorf hier ist bisher am enttäuschendsten. Zuckerrohr nehmen wir noch mit.
Und wir suchen weiter ein Dorf mit Schmelze. Wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Was ist denn das? Was ist das? Warte, warte, warte. Anschleichen. Ist das eine Eule? Eine Eule? Ui. Die ist ja süß. Hallo. Oh, nein, nicht wegfliegen. Bleibt da. Mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.